in space over future Mark. Wir schreiben das Jahr 2006. Gleiche Situation wie 2005, nur noch spaciger. Mit noch mehr Raumschiffen und noch mehr Lärm im luftleeren Raum. Diesmal, obwohl sie kräftig daneben schießen, werden die bösen Enzer uns weggerotzt. Und keiner von denen kommt auf die glorreiche Idee, mal eine Granate zu schmeißen. Da holen sie lieber Arnie hier raus, der dann einmal da lang rotzt. Der Typ springt auch nicht weg. Ja, da lang. Stopp. Mama, auf hier! Wer hat Angst vor dem bösen Mann? Knock. Alles mal stillgestanden hier! Dann mach mal das Ding auf hier! Die Glühbirne des Todes von Osram. Schau nur, wie dunkel sie leuchtet. So, genug Anspielung hier von Lord of the Weed. Jeder einzelne helle Punkt ist eine Sonne. In unserer Galaxis. Ja, hier sieht man, es sind schon zwei Lichter geworden. Aus 1 macht 2 und aus toller Grafik macht noch tollere Grafik.
die Punkte sind auch neu. Oh, wie romantisch. Oder für die Männer unter euch, was für ein Kitsch. Ein weißes Bild. Ah nee, da passiert was. Eigentlich voll interessant. Diese Flugviecher da flattern viel zu langsam, als dass sie sich in der Luft halten könnten. Sieht eher aus, als ob das mal Fische waren, die Bewegung unter Wasser stattfinden sollte. Und endlich sieht man das Skelett hier mal richtig. Die Gravitation kann nämlich auch nicht niedriger sein als bei uns auf der Erde, weil sonst wären die Typen da auf dem Boot länger und dünner. Das muss also ungefähr 1G sein, wie bei uns. Aber die Flugviecher wiegen nur 200 Gramm, dann könnte es natürlich auch sein. Ja, da kommt's farbig an. Seedrache zeigt sich immer noch mäßig bis gar nicht was übrig. Das Gesicht ist viel besser geworden, wird lebendiger und jetzt hat er auch ein 3-Tage-Bart. Eine richtige Stadt. Leute, jetzt noch ein bisschen animieren können, dass sich noch ein bisschen bewegen da unten.
Erinnert mich irgendwie immer an John Carpenters Das Ding. Mit Kurt Russell.